Männer, auf geht's. Mir gefällt das Bohren eigentlich nicht so super toll, weil ich eigentlich nicht in die Dorms möchte. Ja, Skipper, ich auch nicht. Das ist immer so gruselig. Aber wir verstecken uns hier oben im Gebüsch. Und warten auf eventuelle Nachzügler. Die werden wir... Mann. Die werden wir hinterhältigst abknallen. Aber vielleicht kommt auch keiner, Skipper. Was machen wir dann? Das überlege ich mir, wenn es soweit ist, Männer. Die Blätter stören mich etwas. Kowalski, können... Oh, da kommt einer. Tatsache, da kommt einer. Es sind mehrere, Skipper. Es sind mehrere. Einen habt ihr, weg hier, Männer, lauf! Oh, schmeißen Granaten um sich. Komm weg hier, es ist mir alles zu offen. Scheiße. Hoffentlich kommt uns keiner entgegen, Männer. Lauf! So. Ich glaube, hier reicht's. Puh, Magazin wechseln. Das waren mehrere Skipper. Ich weiß, Kowalski. Damit konnte doch niemand rechnen. So. Magazin vorbereiten. Oh, da kommt einer. Der hat uns tatsächlich gesucht, Skipper. Kowalski, was soll die Scheiße? Der ist auch weit gerannt. Puh. Meine Fresse. Los, nachladen. Junge, Junge, Junge. Der wollte es aber unbedingt wissen, Männer. Ja, Chef. Der steckt, kocht jetzt noch das... Da ist noch einer, Skipper! Er hat geschrien. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir ihn umgebracht haben. Neues Magazin rein und gucken. Ja, da liegt er. Guter Schuss, Skipper. Du hast uns den Arsch gerettet, unsere süßen kleinen Ärsche. Ja, Kowalski, das ist mein Job. Puh. Ein Level 40er. Gut ausgerüstet. Ja. So. Die Kopfhörer nehmen wir mit und schmeißen unsere gleich ins Gebüsch. Wo ist der andere? Ah, hier unten. Okay, erstmal die Kopfhörer weg. So, raus. Oh, ich bin so aufgeregt, Leute. Männer. Ich merke, Skipper. Oh, SP6. Damit hätte er uns richtig wehtun können, Leute. Ja, Skipper, verdammte Scheiße. Männer. Gehörte der eigentlich noch zu denen oder war das nur ein Kollateralschaden? Ich weiß es nicht, Skipper. So. Wieder das volle 60er rein. So, lasst uns looten, Männer. Ein 43er, so. Schönes Ding, schönes Ding. Oh, die Waffe ist unsere. Wir müssen umdisponieren, Männer. So, jetzt. Oh, Scheiße.
Brauchen unbedingt mehr Platz. Was? Ah, wir sind voll. Trink aus, Alter. Trink aus. Kowalski, wie sprichst du mit deinem Chef? So, Männer, wir machen die Magazine leer. Nehmen die Munition mit. Die Magazine sind versichert. Die schmeißen wir hier ins Gebüsch. Oh, unser Rucksack liegt hier bei den Magazinen und allem. Wenn einer einen Rucksack findet, findet er auch die Magazine so. Ich denke auch, Kowalski, du hast recht. Wir werden unseren Rucksack woanders hinbringen. So, Rucksack nehmen, weiter geht's. Wir müssen noch zu dem ersten, den wir erschossen haben, gucken. Hoffentlich hängt jetzt keiner so hinterhältig wie wir im Gebüsch und knallt uns ab. Hm. Das kann man nicht verhindern, Kowalski. Das kann man nicht verhindern. Wo ist der Typ? Wir saßen da oben. Er kam hier unten. Da ist er ja. Da ist er, der gute Mann. Den Helm nehmen wir mit, die Kopfhörer nehmen wir mit. Oh, ein 50er. Hey, wieder Granaten, Männer. Ich würde auch sagen, Männer, wir machen uns dann aus dem Staub. Wir wollen unser Glück nicht überstrapazieren. Gucken wir mal zum Schmugglerboot, ob das da ist. Gute Idee, Sir. Ich hab Angst, Skipper. Warum hast du jetzt schon wieder Angst? Wenn hier uns jemand erschießt. Am Baum hängen geblieben. Wegen dir. Kleiner Private. Wir haben doch schon drei Leute hier erschossen. Die anderen sind mit Looten beschäftigt. Und wiederum andere sind am Arsch der Map gelandet. Die kommen wahrscheinlich gar nicht erst hierher. Wollen wir es hoffen, Skipper? Wollen wir es hoffen? Ein bisschen mehr Gottvertrauen, Private. Gleich am Boot, Männer. Falls es da ist, hoffen wir es. Unsere Beute rausbringen. Schnellstmöglich. Und? Es ist natürlich nicht da. Kacke, Männer. Wir müssen zur Crossroad. Oh nein, Skipper. Nicht zur Crossroad. Hast du eine bessere Idee, kleiner Mann? Mir fällt jedenfalls nichts ein. Oh. Er hatte aber noch mal Glück gehabt, Chef. Das kannst du laut sagen, Kowalski. Dem hätten wir den Schädel weggeschossen. Aber sowas von. So. Ist mir gerade noch eingefallen, warum ich nicht vorhin drauf gekommen bin. Dann hätten wir noch mehr Platz gehabt. Mir ist es auch nicht eingefallen, Chef. Ärgerlich. Naja. Aber wir haben gut Loot, Leute. Wir wollen nicht maßlos sein. Oh, ist das laut, Skipper? Ja, ist doch klar, ist es laut. Aber wir müssen hier rennen, nicht, dass uns einer von oben noch den Rest gibt. Weil Schritte hört man auch auf diesem Blech.
Jetzt wird's spannend, Männer. Wir können uns nicht sicher sein. Mist, ich hab mich verdrückt. Wir können uns nicht sicher sein, dass nicht doch noch ein paar Nachzügler hier hinten rumoxidieren. So, und raus hier. Sehr schön. Wir sind raus, Männer, wir sind raus. Oh, die Skeps haben Loot gefunden für uns. Doppelte Freude, 7500 Punkte. Oh. Better und Hotter. Die Brüder Better und Hotter than you. Mit ihrem Onkel Flex unterwegs gewesen. Da haben die doch zusammengehört. Weil den ersten haben wir ja gleich oben am Zelt erschossen. Ja, und den Rest etwas später. Sehr schön, ein Trio weggemacht, Männer. Gratulation, danke, Sir.